Jo, und was geht? Euer Karasu ist wieder mal endlich zurück mit Dragon Ball Infos. Ja, die Dragon Ball Fangemeinde ist in heller Aufruhr. Es ist wieder mal richtig krasser Scheiß passiert und ich verstehe es aber nicht. Und ihr fragt euch vielleicht mit Grund, warum, Karasu, verstehst du das denn nicht? 2000 Jahre später. Weil ich es nicht nachvollziehen kann. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Aber kommen wir mal zum Punkt. Worum geht's denn überhaupt? Es ist ein Tweet veröffentlicht worden und der wird in einigen, ja, ich sage mal, Fanseiten von Dragon Ball. Es sind halt einfach nur Fans. Es sind keine Leute. Und ich verstehe auch wieder nicht, warum einige Fans in Debatten oder Diskussionen über Dragon Ball immer solche Fanseiten als Quelle posten und als offiziell posten. Leute, du sollst nicht so dumm labern, no! Was, du laberst nicht? Du laberst doch! Solche Seiten sind, wie auch YouTube-Kanäle wie meiner oder sonst dergleichen, sind erstens nur Fans. Sie geben ihre Sichtweise nur so wieder, wie sie das denken, ob es richtig ist. Ob es wirklich offiziell ist und richtig ist. Das wird man dann im Kern sehen, indem halt zum Beispiel der YouTuber, wie ich zum Beispiel, Quellen offenbart. Und in den Quellen kann man dann nachlesen, ob es so ist oder nicht so ist. Viele Fanseiten und auch YouTube-Kanäle, die sehr große Reichweite haben, ich nenne da nur einen Mann mit R oder einen Jungen mit R, jedenfalls, die posten halt oft keine Quellen, sondern die geben einfach nur ihre Sichtweise weiter, wie sie über Dragon Ball selber denken, ja, und stellen das dann als Fakt hin. Und viele Fans von diesen YouTube-Kanälen sagen dann, ja, wenn er das gesagt hat, dann ist es Gesetz und dann muss es aber auch so sein. Nee, ist es eben nicht. In erster Linie sind wir nur Fans. Offiziell sind nur Toranimation zum Beispiel, Akira Toriyama oder sonst dergleichen, also die Macher. Wenn die Macher was sagen, dann ist es offiziell, aber nicht, was irgendein YouTube-Kanal sagt. Darum, Leute, auch bei mir, glaubt nicht alles, hinterfragt vieles, versucht Antworten zu bekommen, wenn ich Quellen poste oder sonst dergleichen oder irgendwas erzähle, was euch koscher vorkommt. Fragt in den Kommentaren einfach nach. Wie kommst du darauf, Karasu? Gibt es eine Quelle? Kann ich das irgendwie nachlesen? Kann ich das nachforschen? Dann bin ich der Letzte, der euch irgendeine Quelle zeigt. Weil auf meinem Kanal, wenn ich was sage oder irgendwas präsentiere, dann sind es meistens stichhaltige Sachen. Und ich habe dann meistens immer in der Videobeschreibung Quellen offenbart, wo man es nachlesen kann. Ich gebe nur das wieder, was in diesen Quellen oder in diesen Fakten halt drin steht. Ja, ich dichte mir halt einfach nichts dazu. Natürlich kann man immer viele Theorien dazu spinnen und sagen, hey, das könnte so und so und so sein. Klar, das macht jeder. Das ist auch völlig legitim, wenn ihr das macht. Aber stellt eure Theorien nicht als Fakt und offiziell dar. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Theorien macht, kein Problem. Macht Theorien so viel wie wollt. Das ist auch mega cool, wenn ihr das macht. Aber bezieht wirklich die Fakten mit ein. Und wenn in eurer Theorie etwas vorkommt, was durch einen Fakt oder einen offiziellen Statement oder sonst dergleichen widerlegt wird, dann ist es so. Dann ist die Theorie einfach nicht gut. Ihr müsst schon diese Fakten, die es gibt, berücksichtigen. Erstmal dazu. Auf alle Fälle geht es jetzt weiter. Und zwar geht es um den Tweet von Dragon Ball GT Legacy. Das ist ein Twitter-Account. Könnt ihr gerne auch mal nachschauen. Habe ich unten auch nochmal verlinkt. Jedenfalls hat er diesen Tweet geäußert und er hat nämlich Takayo Koyama gefragt. Koyama, ich glaube, der wird so ausgesprochen. Jedenfalls ist es ein Drehbuchautor von Toranimation, der bei Dragon Ball Z und Dragon Ball mitgewirkt hat. Also den Anime, da macht man ja schon viel. Jedenfalls hat der gesagt, oder er wurde von Dragon Ball GT Legacy gefragt, ob Dragon Ball GT die Anime-Fortsetzung von Dragon Ball ist. Also von eigentlich Dragon Ball Z. Daraufhin sagt Takayo, ja, also of course, sagt er einfach nur, also was halt natürlich heißt übersetzt. Also er bestätigt das, dass Dragon Ball GT die Anime-Fortsetzung von Dragon Ball Z ist. Und ich verstehe nicht, warum jetzt alle Fans oder viele Fans einfach durchdrehen und sagen, wie, das kann nicht sein, GT ist doch non-canon. Ich verstehe es nicht. Leute, Dragon Ball GT war schon seit Anbeginn, auch seit Dragon Ball Super kam, war Dragon Ball GT immer, schon immer, immer, immer die Anime-Fortsetzung von Dragon Ball Z. Schon immer. Es ist egal, ob Dragon Ball Super da gibt. Und es braucht auch keiner, komm wieder in den Kommentaren, warum gibt es denn kein Super Saiyan Blue? Warum gibt es denn kein Ultra Instinct? Warum gibt es denn kein Beerus? Und so weiter und so fort. Leute, erstens, Dragon Ball GT wurde viel früher als Dragon Ball Super produziert. Da gab es noch gar keinen Furz oder Gedanken an Dragon Ball Super. Das ist erstmal Fakt. Also hört bitte auf mit euren komischen Kommentaren. Dann gibt es auch die Leute, die halt sagen, ja, wie können sie das denn verbinden mit Dragon Ball GT und Super? Leute, ganz einfache Sache. Müssen sie nicht. Sie müssen es nicht verbinden. Sie müssen es weder auf der Dragon Ball Super Anime-Ebene machen, noch auf der Dragon Ball Super Manga-Ebene machen. Das Einzige, was sie ein bisschen verbinden müssen, ist dieses Ende von Dragon Ball Z, was es ja schon gibt.
Das müssen sie halt ein bisschen verbinden. Aber zu GT müssen sie nichts verbinden. Sie können sogar über GT gehen, über die Zeit. Und jetzt kommen natürlich wieder welche, ja, aber dann ist doch GT hinfällig, dann ist doch GT nichtig. Nein, ist es auch nicht. Und das will ich euch heute mal anhand einiger Beispiele und einigen Bildern mal genauer erklären, wie das mit Dragon Ball so funktioniert. So, kommen wir aber erstmal zum Anfang. Also wir werden mit den Basics erstmal anfangen. Erstmal muss geklärt werden, und das ist, glaube ich, bei 90% der Fans durch Dragon Ball Super sehr verwirrend gewesen. Denn es gibt in Dragon Ball zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Oder ich sage mal, zwei unterschiedliche Zeitlinien. Wir nennen es mal jetzt einfach Zeitlinien. Es gibt einmal die Anime-Linie und es gibt die Manga-Linie. Der Manga unterscheidet sich immer vom Anime, weil im Anime werden halt oft Episoden dazu gedichtet, zum Beispiel Füller-Episoden oder sonst dergleichen, die es im Manga nicht gibt, oder Charaktere oder Szenen oder sonst dergleichen. Ja, also im Anime kommt halt alles vor, was auch nicht im Manga drin steht. Und diese Sachen nennt man dann eigentlich immer Füller-Folgen, ganz normal. Das große Problem ist aber, warum es so verwirrend ist, das ist dieses Wort Kanon, auf das sich so viele amerikanische und auch deutsche Fans beziehen. Sie sagen nämlich, alles was im Manga ist, ist Kanon, und alles was nicht im Manga steht, wie Füllerfolgen oder Charaktere oder sonst dergleichen, wie Movie-Charaktere oder sonst dergleichen, sind Non-Canon. Kann man ganz gerne machen. Das Problem ist aber nur, dass es in Japan sowas nicht gibt. In Japan ist immer der Manga oder wird immer als Manga das Originalwerk genannt. Das Originalwerk. Und das ist unsere, sag ich mal jetzt, unsere Base, ja, also unser Basic. Originalwerk. Das ist das Manga im Japanischen. Im Japanischen gibt es gar nicht das Wort Kanon. Also es gibt es schon, also im Kanji-Alphabet gibt es schon, oder in Kanji-Wörtern gibt es dieses Kanon schon, aber es wird absolut nicht so verwendet, wie wir das in Deutschland gegebenenfalls machen oder sogar in den USA. Denn ausgiebig dieses Kanon-Gedöns, also dieses ganze Thematik um Kanon, nicht Kanon oder sonst dergleichen, das kommt alles aus den USA. Das ist eine USA-Fanbase. Erfindung, Gemeinde oder sonst dergleichen. Ja, es ist von denen erfunden worden. Das große Problem ist, dass das immer meistens falsch benutzt wird. Es wird falsch in Dragon Ball benutzt. Offiziell gibt es in Dragon Ball keinen Kanon. Es hat sich keiner der Macher, weder Akira, Toriyama oder sonst dergleichen, hat sich jemals die Mühe gemacht, ja, selbst nicht mal Toei Animation oder sonst dergleichen, haben die sich die Mühe gemacht, diese ganzen Movies, Serien, Spiele, sonst dergleichen, alles was es gibt von Dragon Ball, einzukategorieren. Ja, die haben nicht gesagt, das gehört zum Kanon, das nicht, das ja, das nicht, das auch nicht, das aber wieder, das nicht. Es gibt's so, wie wir das aus Star Wars zum Beispiel kennen oder in One Piece oder Naruto oder sonst dergleichen, gibt es in Dragon Ball einfach nicht. Es hat sich keiner die Mühe gemacht. Und das hat Akira Toriyama auch schon mehrmals gesagt. Er hat mehrmals im Interview schon erwähnt, dass er einfach nur eine Geschichte erzählen wollte. Er hat sich keine Gedanken um sowas gemacht. Er hat nicht gesagt, das gehört dazu, das gehört nicht dazu. Er hat sogar bei den Filmen mitgewirkt. Er hat Broly zum Beispiel, den aus Z, hat er zum Beispiel selbst gezeichnet für den Film. Er hat eine Vorlage bekommen von Toei Animation, weil die einen Film machen wollten. Daraufhin, auf diesen Eigenschaften, hat er denn diesen Charakter Broly erzeugt. Später hat er natürlich Broly nochmal aus seiner Sicht dargestellt, ja, den aus Super. Aber dazu kommen wir gleich noch. Also, wie ihr seht, es gibt kein richtiges, einheitliches Kanon in Dragon Ball. Es gibt es einfach nicht. So, um es mal ein bisschen festzuhalten, gehen wir mal jetzt hier weiter. Und zwar Originalwerk im Japan, Manga. USA hat sowohl Kanon, was Manga ist, und nicht Kanon, was nicht der Manga ist. Ja, so haben wir erstmal die Basic. Da gehen wir erstmal so weiter ran. Was ich immer schade finde, ist, dass man das Kanon benutzt. Ich würde hier lieber das Wort Kontinuität benutzen. Kontinuität ist einfach nur eine kontinuierlich Zusammenhang einer Geschichte. Ja, also es wird fortgeführt. Eine kontinuierliche Zusammensetzung oder Zusammenfassung von der Geschichte. Ja, also die halt weiterläuft und weiterläuft und weiterläuft. Dieses Wort muss man sich verinnerlichen, weil dieses Wort ist das beste Wort, um Dragon Ball zu kategorisieren, um Dragon Ball quasi einzuordnen. Und zwar, wenn wir dieses Wort nehmen, können wir ableiten, dass es eine Anime-Kontinuität gibt und eine Manga-Kontinuität gibt. Ja, das sind zwei unabhängige, ja, Kontinuitäten. In dem Manga passiert das, was vielleicht nicht im Anime passiert. Im Anime passiert vielleicht das, was im Manga nicht passiert. Das sind unsere beiden Hauptlinien. Und nun teilen wir das doch einfach mal ganz rigoros ein. Im Dragon Ball, also in dem Manga-Kontinuität, gibt es Dragon Ball in 42 Bänden. Da wird komplett Dragon Ball abgehandelt von Akira Toriyama. Ja, also von Dragon Ball, wo Bulma Son Goku trifft und die losgehen, bis zum Ende von Turnier der Kraft, wo Son Goku mit Uub davon fliegt. Das wird alles in 42 Bänden abgehandelt. Und das läuft unter dem Namen Dragon Ball. Da gibt es kein Dragon Ball Z. Das gibt es nur im Anime. Dragon Ball Z ist nur ein Anime. Dragon Ball, wie gesagt, gibt es nur in 42
40 Bänden, was das Originalwerk ist und in der USA-Fangemeinde das Kanon darstellt. Die Anime-Kontinuität ist Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dragon Ball GT. Ja, Dragon Ball Z und Dragon Ball sind die 42 Bände. Und dann gibt es noch Dragon Ball GT, was es nur als Anime gibt. Ja, also Dragon Ball GT kann gar nicht in der Manga-Kontinuität auftreten, weil es kein Manga gibt. Das schon mal erstmal so am Rande. Wie gesagt, in der Anime-Kontinuität ist es so, dass halt sehr viele Folgen, also dass hauptsächlich dort Animes abgehandelt werden. Und im Anime wissen wir ja, dass es viele Filler-Folgen gibt, die halt in diesen 42 Bänden des Originalwerks, also dieses Mangas, nicht gibt. Ja, also da zum Beispiel kann ich mal sagen, Grigogi. Das ist ein Charakter, diese kleine Heuschrecke, das ist ein Charakter, der bei Meister Kaio auf dem Planeten ist. Den gibt es im Manga gar nicht. Der wird nie im Manga gezeigt. Dort gibt es nur diesen Affen. Aber Toei Animation wollte damals für Dragon Ball Z, dem Anime, einen weiteren Charakter haben, dass er Kaio nicht zu zweit nur auf diesem Planeten ist, sondern einen dritten Typen dort mit bei hat. Und so wurde dieser von Akira Toriyama dazu erfunden. Ja, er wurde extra nur für die Anime-Serie erfunden. Offiziell wäre er aber nicht Kanon, weil er nicht im Manga existiert. Dort machen aber auch diese USA-Fangemeinde eine Ausnahme und sagen, doch, der gehört zum Kanon, weil Akira Toriyama ihn entworfen hat. Nach dieser Logik und dieser Denkweise müsste man aber auch sagen, dass jeder Movie-Charakter, den Akira Toriyama entworfen hat, jeder Charakter, der in dem Film auftaucht, ist auch Kanon. Da macht aber wieder die Dragon Ball-Fangemeinde in den USA wieder einen Unterschied. Das sind Filme, das sind immer Non-Canon, egal ob Akira Toriyama da mitgewirkt hat oder Charaktere entworfen hat. Ihr merkt gerade, was ich versuche euch zu erklären. Sie versuchen durch dieses Kanon, wo man halt extrem gebunden ist und keine Freiheiten hat, versuchen sie halt alles einzuteilen und zu kategorisieren. Benutzen aber dann Argumente wie, ach ja, es hat Akira Toriyama entworfen, also gehört es zum Kanon. Nee, da hat Akira Toriyama zwar die Charaktere entworfen, aber die gehören nicht zum Kanon. Versteht ihr, was ich meine? Es wird mal so und mal so benutzt. Es wird gerade so benutzt, wie man es möchte. Und darum ist Kontinuität des Mangas und des Animes einfach die bessere Variante oder die bessere Version, um Dragon Ball einzuteilen. Und nehmen wir es mal hier als Beispiel. Ich habe es mal darstellerisch visuell dargestellt für euch. Und zwar haben wir die folgende Situation. Manga-Kontinuität, Dragon Ball, Dragon Ball Super. Anime-Kontinuität, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Ja, so haben wir jetzt erstmal die weitere Basic, ja, also wir haben von der Basic angefangen mit Originalwerk und haben dann versucht, über die Kontinuität von Manga und Anime die einzelnen Serienableger einzuteilen. Beim Anime-Kontinuität könnte man auch noch die ganzen Filme einsondern und sonst dergleichen, ja, weil die auch schon ein Anime-Kontinuität haben. Sie nehmen auch sehr viel Bezug auf den Anime und auf eine Passagen aus dem Manga, aber der Manga und der Dragon Ball Z-Anime zum Beispiel haben keinen Bezug auf die Filme. Da wird halt nichts Relevantes erzählt, das Coole auftaucht oder sonst dergleichen, ja. Akira Toriyama hat es damals auch so erklärt bei den Filmen. Für ihn spielen die Filme in einer ganz anderen Dimension, ja, also man könnte sagen, eine andere Zeitlinie, in der vielleicht sogar das alles passiert ist, während Dragon Ball Z lief, ja? Es könnte alles anders passiert sein. Wir wissen ja durch Trunks, und das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir durch Trunks mehrere Zeitlinien bekommen haben. Und so kann man das mit den Filmen auch gut erklären, dass die halt in einer Zeitlinie spielen, die wir nicht kennen. Aber die sind halt alles irgendwie passiert. Nur in dieser Hauptlinie, was wir gerade schauen, also Dragon Ball Z und ja, Dragon Ball und Dragon Ball GT, ist es halt nicht passiert. Nun fragen sich natürlich welche, warum hast du nicht Dragon Ball Super und den Anime in der Anime-Kontinuität aufgenommen? Ganz einfach. Dragon Ball Super ist das einzige Beispiel, was es als Manga-Version und als Anime-Version gibt. Beide Sachen, also beide Versionen, sind oder zählen zur Manga-Kontinuität, weil Dragon Ball Super sich nur ausschließlich auf den Ereignissen im Manga konzentriert, also dem Originalwerk. Es führt diesen Manga weiter, also diese Manga-Kontinuität. Und darum sieht man auch in Dragon Ball Super keine Hölle. Man sieht nur, also in Anführungszeichen Hölle, man sieht zwar Freezer, der in so einem Kokon ist und der dann dort rausgeholt wird, was nicht passt, weil im Anime, also in der Anime-Kontinuität bei Dragon Ball Z zum Beispiel, gibt es ja die Szene, wo alle zuschauen, als Son Goku gegen Buu kämpft. Das ist zwar quasi offiziell eine Filler-Folge, weil sie ja im Manga nicht existiert, gehört aber zur Anime-Kontinuität. Und Dragon Ball Super bezieht sich nur auf Manga-Ereignisse. Ja, darum zählt hier Dragon Ball Super, obwohl es, und das müsst ihr wirklich verstehen, obwohl es als Anime und Manga gibt, zählt beides unter den Manga-Kontinuität. Das müsst ihr verinnerlichen, das ist ganz, ganz wichtig, weil es nämlich auch viele verwirrt, weil es ja Anime und Manga gibt von Dragon Ball Super, aber es zählt wirklich nur zu der Manga-Kontinuität.
Das müsst ihr wissen. Es gibt dann noch diese Xenoverse-Kontinuität, sag ich mal. Ihr wisst ja natürlich Dragon Ball Xenoverse 1 und 2 und Dragon Ball Heroes. Das spielt alles kompakt in einem Universum, ja? Also quasi in einer Kontinuität, die nichts mit den anderen beiden Kontinuitäten zu tun hat. Es bezieht zwar die Charaktere und Ereignisse und man hat mehrere Zeitlinien und so weiter und so fort. Da gibt es ja über 99 Gokus, was wir ja durch Black Goku erfahren haben, die er alle getötet hat. Erfahren wir hier, dass es eine eigene Kontinuität ist, ja, ein eigenes Universum. Das berücksichtigen wir nicht. Ich habe es nur mal kurz erwähnt, dass ihr nicht fragt nachher, was ist denn mit Xenoverse und Heroes und so. Das ist komplett eine andere Schiene. Das hat damit, was wir uns hier angucken, nichts zu tun. Ja, und im Großen und Ganzen war es das schon mit dem Zauber. Man muss halt verstehen, dass Dragon Ball Super in die Manga-Kontinuität passt. Und darum ist es auch völlig egal, wie viele Formen es in Dragon Ball Super noch geben wird, ob die über die Zeit von Dragon Ball GT, also über das Jahr von 789 gehen oder sonst dergleichen. Es ist völlig unrelevant. Es ist völlig unrelevant, weil Dragon Ball Super den Manga fortführt. Und in Manga-Form gibt es Dragon Ball GT nicht. Daher ist es völlig Wurst. Und daher ist es verwunderlich, warum so viele Leute abdrehen. Ja klar, man weiß es halt nicht oder man hat sich so viel noch nicht Gedanken gemacht. Aber ich hoffe, dass ich euch ein bisschen erklären konnte, wie das mit Dragon Ball zusammenführt. Also halten wir faktisch einfach fest. Es gibt offiziell kein Kanon in Dragon Ball. Das Kanon, was oft verwendet wird, ist abgeleitet von dem Originalwerk, was die US-Fanbase von Dragon Ball halt versucht zu kategorisieren. Sie versuchen halt Ereignisse, Serien, Filme oder sonst dergleichen zu kategorisieren mit Non-Canon und Canon. Das gibt es aber im offiziellen Dragon Ball nicht. Es wurde nie gemacht. Es wird halt nur von den Fans gemacht. Darum ist es völlig unrelevant, was irgendein Fan da draußen sagt. Es ist völlig unrelevant. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, ja, du kannst ja auch keine Ahnung haben, vielleicht weißt du das ja alles nicht. Oder vielleicht quatschst du auch nur Müll. Kann gut möglich sein. Dann könnt ihr ja wahrscheinlich auch schildern, wie es denn gemeint ist. Ja? Wie die ganzen Aussagen, weil wenn man die ganzen Interviews, Statements und sonst dergleichen sich mal durchliest und durchschaut, dann ist immer von zwei Sachen die Rede. Es gibt einmal dieses Special, wo eine Ausstellung war von dem, ja, ich sage mal, Anime-Kontinuität. Da gab es nämlich alles von Dragon Ball zeitlinisch eingeordnet und das Ende war Dragon Ball GT, habe ich hier oben mal eingeblendet. Das war eine Ausstellung der Anime-Kontinuität. Da haben sich die Macher bewusst nur auf das Anime-Kontingent bezogen, also von dem Anime-Universum. Und darum ist auch Dragon Ball GT am Ende zu sehen und Dragon Ball Super ist davor zu sehen. Dragon Ball Super ist auch damit drin. Es ist davor, weil sie das so kategorisieren. Sie sagen, in der Anime-Szene ist alles vertreten, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT und sonst dergleichen, was ich eben auch erklärt habe. Dann gibt es eine nächste Ausstellung und zwar ist es oben in diesem japanischen Tower, Tokyo Tower, glaube ich, hieß der, oder Sky Wall Tower, irgendwas auf alle Fälle in Japan. Da gab es damals auch zu dem Broly-Film, der rauskam, auch eine, ja, ich sage mal, Zeitachsenauflistung von allen Ereignissen von Dragon Ball. Aber nur die aus dem Originalwerk, also aus dem Manga-Kontinuität. Da wurde denn alles gezeigt, von Anfang an mit Dragon Ball, Son Goku und so weiter und so fort. Und da war Dragon Ball GT nicht bei. Warum war Dragon Ball GT dort nicht bei? Ganz einfach. Weil, wie erklärt, Dragon Ball GT zur Anime-Kontinuität hört und nicht zum Manga. Und darum wurde von dem Manga bewusst GT nicht dort gezeigt in dieser Ausstellung. Weil es im Manga nun mal Dragon Ball GT nicht gibt. Schaut man sich das alles mal an, im Laufe der Zeit, diese ganzen Aussagen von den Machern oder sonst dergleichen, von Toei Animation zum Beispiel oder so, oder von Akira, erkennt man, dass es die einfache Lösung ist. Und jetzt kommen vielleicht auch welche und sagen, ja, es gab ja damals ein Interview. Ja, das Interview gibt es immer noch und das ist von 2005. Es gab dort ein GT-Special, wo Akira Toriyama zu einen Super Saiyan 4 gezeichnet hat. Das wissen auch viele nicht. Der Super Saiyan 4 ist nicht Akira Toriyamas Entwurf. Es ist nicht seine Erfindung. Nur mal so am Rande, weil viele auch, oder ich habe oftmals gelesen, ja, der Super Saiyan 4 ist ja auch von Akira Toriyama. Nein, der ist nicht von Akira Toriyama. Den hat Akira Toriyama nie gezeichnet. 2005 hat er dann das erste Mal nachgezeichnet. Ja, es war halt eine andere Version des Super Saiyan, ja, sah ein bisschen anders aus. Auf alle Fälle, im Interview sagt Akira Toriyama, dass Dragon Ball GT eine Nebengeschichte. Und dieses Wort benutzen so viele Fans als Fakt, aber sie benutzen es falsch. Denn diesen Satz muss man weiterlesen, denn dort steht Nebengeschichte zum Originalwerk. Und wie habe ich oben am Anfang erklärt, im Originalwerk ist der Manga. Da es von Dragon Ball GT kein Manga gibt, kann es ja nur eine Nebengeschichte sein des Originalwerks, also quasi dem Manga. Es ist trotzdem GT und trotzdem Dragon Ball. Es zählt nur nicht
Es zählt halt nur zur Nebengeschichte, zum Originalwerk. Das muss man verinnerlichen. Man kann nicht nur dieses eine Wort nehmen und sagen, ja, GT ist Non-Canon. Ja, zum Originalwerk ist es wahrscheinlich, wenn man zur USA-Fanbase gehört, Non-Canon, ganz klar. Aber so kann man es nun mal nicht kategorisieren. Weil Dragon Ball nun mal Anime ist und Manga. Das ist der große Unterschied. Klar kann man sich für sich selber, und das haben auch viele schon gesagt, Akira Toriyama hat es jetzt auch selber gesagt, man kann sich sein Kanon selbst aufteilen. Man kann sagen, pass auf, das gehört dazu zu meinem Kanon, das gehört wieder nicht dazu, der Charakter gehört schon dazu und dann ist das richtig. Man darf es nur nicht als Fakt und als offiziell verkünden. Man kann aber sein eigenes Kanon, und das stellen die Macher frei, und das haben die schon immer freigestellt, kann das selbst bestimmen, was er zu Dragon Ball dazugehört, zu seiner Hauptlinie oder zu seiner Geschichte, oder auch nicht. Das kann er auch seiner Meinung nach posten oder teilen oder sonst dergleichen. Das Wichtige ist nur, dass man erkennt, dass es seine eigene Meinung ist. Es ist nichts offiziell, es kann man auch nicht als Fakt darstellen, weil es dazu keinen Fakt oder Quelle gibt. So, kurzer Rede, langer Sinn. Oder lange Rede, kurzer Sinn, kommt drauf an. Also im Grunde ist dieser Tweet völlig normal. Und diese Antwort ist völlig verständlich. Dragon Ball GT war schon immer die Anime-Fortsetzung von Dragon Ball Z. Schon immer. Schon immer. Da gibt es nichts zurück. Und darum hat auch Takayo das gesagt. Er hat gesagt, natürlich. Es ist schon immer so gewesen. Aber viele Fans wollen das nicht wahrhaben, weil sie nicht erkennen wollen, wie Dragon Ball eigentlich funktioniert. Man kann es nicht in Kanon und Non-Canon aufteilen oder Nicht-Kanon aufteilen. Das geht, funktioniert einfach nicht. Man kann nicht das Argument nehmen, alles, was von Akira Toriyama ist, gehört zum Kanon. Was von ihm ist oder von ihm nicht ist, gehört nicht zum Kanon. Weil dann wird es kompliziert. Was ist von Akira Toriyama und was nicht? Kleines Beispiel. Filmcharaktere, die Akira Toriyama selbst entworfen hat. Nach dieser Argumentation und nach dieser Logik müssten alle Charaktere, die im Film zu sehen sind, die Akira Toriyama entworfen hat, zum Kanon dazuzählen. Machen sie aber nicht, weil sie da das Argument dann nicht gelten lassen und sagen, das ist ja nur ein Film. Das funktioniert aber so nicht. Ich kann mein Argument nicht manchmal benutzen und manchmal sage ich, nein, mache ich nicht, benutze ich anders. Ja, dann gibt es diese Leute, also das funktioniert wie gesagt nicht. Das ist genauso wie bei GT. GT, die Anfangscharaktere zum Beispiel, wo viele Fans sich aufregen über Vegetas Bart, das ist Akiras Werk. Den hat Akira Toriyama so erfunden am Anfang. Er wollte Vegeta mit dem Bart, bis seine Tochter gesagt hat, das mit dem Bart sieht scheiße aus, Papa. Mach den mal wieder weg. Und dann hat man in der nächsten Szene Vegeta gezeigt, wie er den Bart abrasiert. So war das. Und das hat er im Interview klargestellt. Das hat er sogar erzählt, was passiert ist mit dem Vegeta und seinem Bart. Das sind Fakten, Leute. Das kann man nicht einfach schönreden. Die ganzen Anfangscharaktere und einige Storyboards, Bötchen oder sonst dergleichen von einigen Planeten, wo Son Goku auf diese Reise ja durch die Galaxien nimmt, da kommt er ja auf einige Planeten und so, die hat Akira Toriyama entworfen. Die hat er designt. Das ist Fakt, Leute. Weil viele auch immer sagen, ja, Akira Toriyama hat an GT nie was gemacht. Doch, hat er. Er hat genug gemacht. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, er hat keinen Manga dazu gezeichnet. Sonst war er immer involviert wie bei den Filmen. Genau die gleiche Involvation. Klar, jetzt durch Dragon Ball Super ist er natürlich viel, viel mehr involviert. Er hat ja seine eigene Version von Broly und auch Gogeta gebracht, ne? Da fragen sich auch viele, wie das sein kann. Warum gibt es jetzt zwei Brolys und zwei Gogetas? Klar, kann es doch. Es ist völlig logisch. Erinnern wir zurück, was ich euch erklärt hatte. Anime-Kontinuität, Manga-Kontinuität. Da Dragon Ball Super den Manga verfolgt oder vollständigt, konnte Akira Toriyama so Broly und Gogeta neu bringen. Er konnte ihn neu designen und neu entwerfen und als Film raus. Weil Dragon Ball Super zur Manga-Kontinuität hört. Und im Manga war Broly oder Gogeta nie da. Und deswegen konnte er das so machen. Darum verstehe ich auch nicht, dass welche sagen, oh, jetzt sind sie im Kanon. Die waren schon immer im Kanon. Die gehörten schon immer zu Dragon Ball. Aber zum Anime-Kontinuität. Das ist der kleine Unterschied. Und es gibt nun mal jetzt Dragon Ball Z, was Anime-Kontinuität ist, wo Gogeta und Broly schon gibt, aus Z, aus Dragon Ball Z, aus dem Film. Dann gibt es die Manga-Kontinuität, wo Dragon Ball Super drin ist und dort gibt es auch Gogeta und Broly. Ganz einfach Mathematik. Es ist ganz logisch, wenn man sich vor Augen hält, diese beiden Aspekte, Manga-Kontinuität und Anime-Kontinuität. Und so kann man am besten Dragon Ball einordnen. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen näher bringen. Wir haben fast 30 Minuten auf der Uhr. Ich denke, ich habe viel gesagt. Wenn ihr Fragen habt oder sonst dergleichen, einfach in die Kommentare. Bitte nehmt aber mir das nicht böse, wenn ich nicht zum x-ten Mal irgendwas erkläre. Dann schaut bitte das Video nochmal oder andere Videos, wo ich über das Dragon Ball GT-Kanon nochmal spreche und so. Das ist schon das zweite Video darüber. Weil es mir einfach nur noch aufgeregt hat, dass so viele Leute ausrasten über dieses Statement von diesem Tweet. Der Tweet war für mich völlig nebensächlich. Der war völlig korrekt für mich. Ich habe da auch nichts gefunden, wo ich sage, oh, wie kann das sein?
weil ich das schon immer so wusste. Ich wusste schon immer, dass Dragon Ball GT die Anime-Fortsetzung. Das wird sich auch nie ändern, auch durch Dragon Ball Super nicht. Wie gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Sachen. Und wenn man das verinnerlicht hat, diese beiden Kontinuitäten, dann ist Dragon Ball total logisch für ihn. Ja, dann versteht man auch viele Aussagen, dann liest man nochmal andere Aussagen oder Interviews oder Statements von den Machern und kann das genau kategorisieren, kann das genau einordnen. Ah, so haben die das gemeint. Oh nee, so meinten sie das. Ja, durch das wird es natürlich logisch. Ja? Also Leute, haltet immer die Ohren offen, macht euch nicht so viele Sorgen. Wenn irgendwas ist, fragt in die Kommentare. Ich bin immer gerne dafür antworten, aber nicht x-mal wiederholen. Tut mir leid. Das war's aber dann mit diesem kleinen Informationsvideo über Dragon Ball GT und natürlich diese Kanon-Geschichte. Wenn euch alles gefallen hat, würde ich euch gerne bitten, hinterlasst ein Like, abonniert das Video und schreibt was in die Kommentare, wenn euch noch Fragen auf die Seele brennen. Ich bin immer da, ihr wisst es und das war's erstmal von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.